Auch der VfL Wolfsburg kann Aufsteiger Hannover 96 nicht schlagen. Im Niedersachsen-Duell trennten sich die Clubs mit 1:1. Dabei erzielten Daniel Didavi, 52. Minute, und Martin Harnik, 75. die Tore. Bei beiden Treffern wurde der Ball abgefälscht und fand jeweils mit Glück den Weg ins Tor. Coach André Breitenreiter ist mit Hannover in Pflichtspielen weiter ungeschlagen, seit er den Club im Frühjahr übernommen hat. 96 hat nach 3 Spieltagen nun 7 Zähler, der VfL nur 4. Wolfsburg hatte in einer ausgeglichenen Partie mehr Torchancen, Hannovers Punkt war aber völlig verdient. Defensivreihen prägten die Partie. Wolfsburgs ersatzgeschwächte Abwehrreihe konnte nach anfänglichen Unsicherheiten für Stabilität sorgen. Wolfsburgs Zugang Divock Origi spielte von Beginn im Sturm neben Mario Gomez, blieb anfangs unauffällig. Dennoch entlastete die Präsenz des belgischen Nationalspielers Sturmpartner Gomez. Origi deutete einige Male sein Talent an. Wolfsburgs Angriffsversuche wurden nach der Anfangsphase zielstrebiger, und Gomez hatte die größte Chance. Bei einem Konter tauchte er frei vor 96-Keeper Philipp Czauner auf, traf aber den Ball nicht richtig. Dabei verletzte sich der 32-Jährige und musste für Landry Dumata ausgewechselt werden, 39. Ohne Gomez gelang Wolfsburg jedoch die Führung, nach dem Seitenwechsel traf Didavi per direktem Freistoß, der unglücklich von Hannovers Verteidiger Felipe abgefälscht wurde. Der Brasilianer stand in der Mauer und drehte sich vom Ball weg. Hannover konnte sich von dem ersten Gegentreffer der Saison zunächst nicht erholen. Didavi, 61. und Origi, 62. vergaben große Chancen, um zu erhöhen. Harniks Tor fiel dann überraschend eine Viertelstunde vor dem Abpfiff. Der Offensivspieler kam im Getümmel mit der Hacke an den Ball. Von dort trudelte er durch die Beine von Abwehrmann Robin Nagy und VfL-Torwart Köln Kay Steels ins Tor.